Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen wir uns heute mit einem Psalm unseren Sonntagmorgen beginnen. Der Herr ist König, des freue sich das Erdreich, und seien fröhlich die Inseln, so viel ihrer sind. Wolken und Dunkel sind um ihn her, Gerechtigkeit und Gericht sind seines Thrones Stütze. Feuer geht um ihn her und verzehrt ringsum seine Feinde. Seine Blitze erleuchten den Erdkreis. Das Erdreich sieht es und erschrickt. Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Herrscher der ganzen Erde. Die Himmel verkünden seine Gerechtigkeit und seine Herrlichkeit sehen alle Völker. Schämen sollen sich alle, die den Bildern dienen und sich der Götzen rühmen. Betet ihn an, alle Götter. Zion hört es und ist froh, und die Töchter Juda sind fröhlich, weil du, Herr, recht regierest. Denn du, Herr, bist der Höchste über allen Landen, du bist hoch erhöht über allen Götter. Die ihr dem Herrn liebet, hasset das Arge. Der Herr bewahrt die Seelen seiner Heiligen, aus der Hand der Gottlosen wird er sie erretten. Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen und die Freude den frommen Herzen. Ihr Gerechten, freut euch des Herrn und danket ihm und preiset seinen heiligen Namen. Wir sind durchgestoßen durch 5 Tage der Vorbereitung. Wir sind durchgestoßen durch die vielen Vorformungen, die in der Schöpfung und aus der Güte des Herrn notwendig sind, dass der Mensch ein richtiges und schließlich ein vollkommenes Leben lebe. Alles ist daraufhin angelegt, dass der Mensch aus seinem Innen her lebt, dass die eigentlichen Gesetze seines Lebens inwendige Gesetze sind, so wie Jesus hinweist, dass das Himmelreich inwendig in uns sei. Dieses Inwendige zu erkennen, die Fülle der unerschöpflichen Möglichkeiten in jedem von uns, das an sich ist der Sinn der Schöpfung. Überall, wo ein Mensch sich nur begrenzt fühlt, hat er den Bezug in seine Inwendigkeit verloren. Denn der Mensch in seinem wahren Wesen ist unbegrenzt. Und er ist ewig. Das heißt, er hat unbegrenzte Möglichkeiten in seiner Ewigkeit, die er selbst in ein eng begrenztes hinein zu verwirklichen vermag.
Darum sind's die Grenzen, die uns gegeben sind, solche Grenzen, in denen wir uns mit unseren unbegrenzten Möglichkeiten verwirklichen können. Darum sind wir Künstler, wir sind Lebenskünstler. Unser Leben ist keine Wissenschaft. Unser Leben ist nicht in irgendeiner Weise etwas Zwanghaftes, sondern wenn wir gelöst und freudig wie ein Künstler an das Werk gehen, dann gelingt uns das Leben. Am sechsten Tag sind zwei Schöpfungen. In der ersten Schöpfung, ich zitiere, heißt es, und Gott sprach, die Erde bringe hervor lebendige Tiere und jegliches nach seiner Art, Vieh, Gewürm und Tiere auf Erden, ein jegliches nach seiner Art. Das hat wiederum einen Bezug auf die Inwendigkeit des Menschen. So wie wir sagen, dass im ganzen Kosmos nichts, keine Kraft, keine Erscheinung ist, die im Mikrokosmos des Menschen nicht sei. Sie ist also, es ist alles in dem Menschen enthalten. So ist auch für das, was er in seinen körperlichen Möglichkeiten hat, in seiner Abstammung, in seiner Vererbung, alles enthalten, von dem untersten, von dem einfachsten Instinkt unserer Leiblichkeit bis hinauf in die höheren Bewusstseinsarten. Diese verschiedenen Arten des Bewusstseins sind ausgedrückt durch das Vieh, das gewissermaßen das Kollektiv betrifft, in dem das ist, wo das Unbewusste eine Rolle spielt, auch im Bereich des Bewusstseins, dann das Gewürm, das noch mit den ganz einfachen niederen Lebensinstinkten zusammenhängt und die Tiere, die vierbeinig sich schon erhoben haben von der Erde, um zu einem höheren Bewusstsein vorzudringen. Der Mensch trägt latent alle Möglichkeiten in sich. Und er geht ja durch verschiedene Reife- und Entwicklungsstufen hindurch. Darum ist das, was draußen erscheint, auch in ihm. Und er hat dadurch auch in die Außenwelt, für die er da ist, die Möglichkeit, Herrscher und König zu sein. Der Mensch ist hier auf dieser Erde, um in gleicher Art wie Gott das ganze Universum lenkt und leitet, alles das, was auf unserem blauen Planeten geschieht, aus der Güte, aus derselben Gütekraft, die im ganzen Kosmos wirkt, auch für alle Kreaturen und alles Kreatürliche da zu sein, weil er bestimmt ist für das Höchste, das an Möglichkeiten auf diesem irdischen Plan einem Wesen gegeben ist. Und in dieser Wesentlichkeit ist damit alles vorgeformt, so dass nun am sechsten Tag im zweiten Schöpfungsakt es heißt,
Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kreucht. Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und schuf sie einen Mann und ein Weib. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. Nun also ist es soweit, der Mensch kann erscheinen in der göttlichen Schöpfung. Gott macht den Menschen sichtbar. Er stellt ihn hinaus aus der geistigen Leiblichkeit in die Körperlichkeit, so dass er erkennbar ist, auch für alle Geschöpfe auf Erden. Er ist darin gekennzeichnet, dass er ein Bild ist. Jeder Mensch ist ein Bild. Das heißt, er kann als ein Bild erkannt werden, als ein Imago. Und da dieses Bild hat nun alle Möglichkeiten und Ingredienzien, von denen wir gesprochen haben. Darum hat er etwas, das man nicht ohne weiteres mit einem Tier oder mit einer Pflanze vergleichen kann, sondern er ist alle den Lebewesen überlegen. Es geht darum, dass dieser Mensch etwas Göttliches habe. Lasst uns Menschen machen, die uns gleich seien. Das heißt, die das Göttliche und die göttlichen Anlagen, Fähigkeiten, die göttlichen Qualitäten in sich tragen. Das ist das Entscheidende. Alles andere bisher, das waren alles Vorbereitungen. Hier aber kommt die Gottähnlichkeit des Menschen zum Vorschein. Wir vergessen das immer wieder. Wir machen immer wieder einen ungeheuren Abstand. Wir vergessen, dass wir in unserem Wesen eine Lebenswelle haben, die göttlich ist und auf der wir in die Affinität des Göttlichen jeweils in all unseren Lebensmomenten gelangen können. Das spricht Jesus an. Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Gottesreich. Denn das tragt ihr in euch. Das ist das Gottesreich, in dem euer himmlischer Vater ist. Seid euch dessen bewusst. Und das gehört zum Menschen. Das ist gewissermaßen die Krönung aller Schöpfungstage, auf die es geht, dass wir Gott gleich seien. Und das ist an sich der Sinn des Menschlichen überhaupt. Und das hat zur Folge, dass wir so sind, dass wir herrschen über die Fische im Meer. Das heißt, dass
Meer ist die große Allseele, sind die vielen Seelen, und die Fische sind die Gefühle, die Empfindungen, sind nicht nur meine Empfindungen, nicht nur ihre Empfindungen, sondern die Empfindungen, die allen angehören. Und das, worum es geht, ist, dass wir Herr über diese Gefühle sind. Das bedeutet, dass wir uns nicht von unseren Gefühlen tyrannisieren lassen. Dass wir nicht hergehen und die Gefühle beherrschen unser Leben. Sondern wenn wir Gott gleich sind, dann müssen wir Herr über die Gefühle in unserem Seelenleben sein. Das bedeutet im Symbolum die Fische im Meer. Das ist etwas ganz Wesentliches, das allem vorausgestellt ist. Denn die Herrschaft in uns und über uns ist das Gewaltigste, um das es geht. Sie wissen selbst, wie schwierig das ist, dass man in den Emotionen und Gefühlen, die wir oft haben, Herr darüber wird. Wir lassen uns mitreißen und wir haben dann das Bild des Göttlichen nicht mehr. Dann ist irgendwie etwas von uns gewichen, dann haben wir keine Herrschaft mehr über uns. Darum sagen wir ja auch oft, beherrsche dich. Das heißt, habe Herrschaft über deine Gefühle. Das, was sie oft von einem östlichen Menschen oft sehen, dass er sich beherrscht, dass er sich nicht so gehen lässt. Das erscheint ihnen oft etwas unnatürlich. Aber wir können doch langsam dahin kommen, dass wir Herr über unsere Gefühle werden. Die da herrschen aber auch über die Vögel unter dem Himmel. Das heißt, die Vögel unter dem Himmel sind die Gedanken im Geiste. Und dass wir nicht irgendwie nur uns von unseren Gedanken treiben lassen, sondern dass wir Herr über unsere Gedanken sind. Dass wir den Gedanken eine Richtung geben. Und Jesus sagt ja, dass wir den Gedanken die Ausrichtung in das Gottesreich geben sollen. Wir sollen im Denken zu gleicher Zeit auch das Danken haben. Wenn Sie in einem Gedanken in einen Zwiespalt kommen, dann könnten Sie diesen Zwiespalt wieder auflösen, wenn Sie sich entscheiden zu der Art des Denkens, die ein Danken ist. Versuchen Sie es mal. Denn da, wo Sie ein Denken haben, das nur herunterzieht oder kritisiert oder einen anderen Menschen schlecht macht, oder nur über negative Zustände denkt, ohne zu danken, tragen sie dazu bei, dass die negativen Zustände noch schlimmer werden. Sondern es geht darum, dass sie dafür danken, was ja gesund ist und was mitten in dem, was geschieht in der Evolution, sich bereits in das Licht hinein entfaltet hat.
Wir müssen immer bedenken, wir leben in einer Entwicklung. Seit Jahrtausenden, ja, Millionen leben wir in einer Entwicklung und die Entwicklung, die Evolution ist noch nicht zu Ende. Bei der Entwicklung geht es darum, dass da eine Latenz ist, die dunkel ist, die finster ist. Und wir müssen nun das, was erlichtet ist, für das müssen wir dankbar sein. Und da müssen wir sehen, dass diese Erlichtung weiter und weiter um sich greift und nicht, dass wir unseren Blick verhaften auf das Finstere, auf das noch Latente. Aber das machen wir doch. Wir sehen doch meistens immer nur auf die schlechten Dinge und wir sehen nicht die wunderbaren Dinge, die sich bereits ereignet haben und für die wir alle von Herzen dankbar sein dürfen. Das wäre also genau hier an dem sechsten Schöpfungstag das, was eigentlich den Menschen zum Menschen macht. Verstehen Sie? Denn nur dadurch ist der Mensch Mensch, weil er Gott gleich ist. Denn Gott sieht den Menschen nicht, wie wir ihn vor uns vorstellen, dass er uns nach unseren schlechten Seiten und unseren Sünden sieht, sondern der dir all deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dich vom Verderben erlöst und dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. So ist der Herr. Also nicht wie wir, die wir nur das Negative, das noch nicht in die Evolution bei uns gekommene sehen. Und dass wir auch Herr werden über das Vieh, also auch über unsere Triebe und Leidenschaften, über das Negative, über das, wie wir sagen, über das Viehische. Auch darüber, dass wir auch noch in uns, auch in unserer Triebnatur tragen, auch über das sollen wir Herr werden. Und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kreucht. Also über alles das, was sich noch nicht aus dem Stofflichen, wir sagen es falscherweise, aus dem Materiellen heraus erheben kann. Denn das ist das, wo wir an der Erde kriechen, wo wir uns noch nicht erhöhen, noch nicht verwandeln können. Das ist dasselbe, was wir im Kosmologischen unter dem Skorpion haben, der auch auf der Erde kriecht und der sich in seiner Reife verwandelt, in die Metamorphose geht und dann zum Adler wird, der mit seinem Auge in die Sonne sieht, ohne zu erblinden. Das ist die große Metamorphose. Das ist das, wohin wir uns erheben müssen. Fassen wir es doch noch einmal zusammen. Wir haben also hier zuerst dafür zu sorgen, dass uns unsere Gefühle nicht diktieren, sondern dass wir Herr über unsere Gefühle werden. Und wir wissen, dass die Gefühle so sind, dass sie uns manchmal, obwohl alles ganz gut ist, alles zerstören. Sie können an einem schönsten Sonnentag, kann irgendeine Bemerkung von einem Menschen sie in ihrem Gefühl treffen und dann sind sie nicht mehr Herr über ihr Gefühl, sondern dann werden sie misstrauisch oder neidisch oder irgendwie werden sie dann von negativen Gefühlen erfüllt, dass sie Herr über dieses Gefühl sind. Das ist das Wichtigste.
Natürlich könnte man darüber eine ganze Woche sprechen, wie man das anfängt, mit seinem Gefühl fertig zu werden. Denn so ganz einfach ist das nicht, wie man das hier sagt. Aber es ist die Voraussetzung, dass ich Mensch bin. Denn wenn ich nicht mit meinen Gefühlen fertig bin, dann werde ich dem nicht gerecht, wie ich als Mensch geschaffen bin, Gott gleich. Dann geht es um unsere Gedanken, dass wir nicht einfach nur denken, wie wir wollen, eigenwillig, sondern dass wir den Gedanken eine Richtung geben, eine Ausrichtung, und dass wir von dieser Ausrichtung her und Herr über unsere Gedanken werden. Das heißt, dass in uns selbst das Göttliche unsere Gedanken führt, lenkt und leitet. Und dass nur dadurch unser Denken zu einem richtigen Denken kommt. Wir haben dann aus dieser Einheit die Möglichkeiten der Hinzufügungen, der Akzidenzien, aber so wie sich diese Hinzufügungen aus der Einheit loslösen, wie sie sich absondern, kommen wir in die Sünde. Sünde ist ein Absondern aus der inneren Einheit, aus dem Unbedingten, das die Lebensachse von uns ausmacht. Denn die göttliche Lebensachse, das ist das Unbedingte. Das ist auch die unbedingte Wahrheit. Das ist die eigentliche Lebensachse. Und dann sollen wir Herr sein über das Vieh. Das heißt, wir sollen Herr sein über das Kollektiv, wo wir dazu neigen, nun irgendwie so wie alle anderen uns auf einem niederen Niveau zusammenzufinden, in irgendwelchen viehischen Dingen oder solchen Reden oder Ausdrücken. Sie merken es ja oft auch an der Sprache, wo wir unter unserer Würde, mit unserem Mund, mit unserem Kehlkopf, der uns gegeben ist, kommen, das, darüber sollen wir herrschen, dass solche Dinge nicht irgendwie in unser existentes Leben treten. Und dann sollen wir Herr sein über das Gewürm, dass wir nicht an dem Boden kriechen. Man sagt ja es auch im Volksmund, nicht wahr, dass wir nicht Kriecher sind, sondern dass wir in die Würde kommen und in jener Würde unseres individuellen Seins unser Leben leben. So also ist der Mensch gemeint, hier auf dieser Erde. Wenn Sie das nach draußen projizieren, in die Welt der Erscheinungen, in dem Augenblick leben Sie ein sinnvolles Leben. Sie leben ein Leben, das mitfühlt mit dem anderen und das sich von den eigenen Gefühlen, Emotionen, Hassempfindungen nicht überwältigen lässt. Sie leben ein Leben, in dem sie in eine Ordnung ihrer Gedanken kommen und in der Lage sind, ihr eigenes Leben zu führen. Lebensführung hängt damit zusammen. Denn viele Menschen führen ja ihr Leben nicht, sondern sie lassen sich treiben wie ein Blatt im Winde.
dann haben Sie die Möglichkeit, dass Sie auch den Menschen, die noch im Viehischen sind, dass Sie den Trieben und diesen Erscheinungen begegnen und dass Sie Herr darüber sind und dass Sie diese Kräfte, diese niederen Kräfte einspannen, so wie man irgendwie etwas einspannt, damit es einer höheren Sache dient. Und schließlich werden Sie nicht um irgendwelcher niederen Profite wie ein Wurm auf der Erde nun dahin kriechen, nur um irgendwelcher Profite und Vorteile willen, sondern Sie werden sich erheben über eine derartige Gesinnung und werden dadurch Herr sein, denn so benennen wir ja den Menschen. In der Heiligen Schrift heißt es Herr und Herrin. Das ist es, wozu wir als Mensch bestimmt sind. Jeder darin in seiner göttlichen Freiheit. Und Gott schuf den Menschen, ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn. Das ist ein wunderbares Wort. Es ist eine Wiederholung. Und in der Wiederholung ist das tiefe Engramm, das uns gegeben werden soll. Wir sollen uns bewusst sein, dass wir ein Bild Gottes sind. Und was bedeutet das, ein Bild Gottes zu sein? Sie haben noch nicht Gott gesehen mit Ihren Augen und ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Niemand von uns hat ihn mit seinen Sinneswerkzeugen wahrgenommen. Und darum heißt es in der Heiligen Schrift an einer anderen Stelle, Gott ist Geist, und die ihn anbeten, sollen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das heißt, wenn wir ein Bild Gottes sind, sollen wir uns unserer Geistigkeit bewusst sein. Und wir sollen alles, was wir tun, in Gedanken, Worten und Werken, sollen wir tun aus unserer Geistigkeit heraus. Aus der Geistigkeit heraus es tun heißt, in allem Tun auf der Wellenlänge des Göttlichen in uns sein und in der Affinität zum Göttlichen stehen. Nur wenn wir in dieser Weise seinem Bilde gleich sind, erscheint sein Bild durch unsere eigene Geistigkeit in der Welt der Erscheinung, durch die Möglichkeiten, die aus unserem geistigen Leib in unseren Körper gegeben sind. Da erscheint es nun über das Wort oder über das Werk oder über die Gedanken. Und wir sollten das bedenken in unserem Tun. Sie können verstehen, wenn der Mensch so geschaffen ist, dass er nun, wenn er heute nicht mehr so ist, gefallen ist. Gefallen, wie man sagt, vom Baume Iduna. Er ist gefallen, weil er vergessen hat, das Wichtigste, was er als Mensch sein soll. Und das ist ja auch der Sinn dessen,
dass der Erlöser kam, der Messias, der Christus, der nun diese Gefallenheit wieder von uns wegnimmt, so weit und so fern wir ihn annehmen und seine Hilfe und sein Erlösungsgebot annehmen. Darum ist auf derselben göttlichen Wellenlänge, auf der Affinität zu dem Göttlichen in uns, auch der Christus, ist auch der, der der Sohn ist. Denn Gott selbst erscheint nicht, aber der Christus erscheint in unserem Leben und durch unser Leben. Er erscheint durch sie und durch mich. Er erscheint durch einen jeden Menschen unter der Voraussetzung, dass wir uns seiner bedienen wollen. Denn er wartet uns in jedem Augenblick entgegen. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wenn sie sich seiner nicht bedienen, dann wird er nicht kommen, dann hilft er ihnen nicht. Aber wenn sie sich seiner bewusst sind und sie, auch wenn sie glauben, sie können eine Sache noch so gut machen und sie bedienen sich seiner nicht, dann werden sie entdecken, dass sie eben doch Fehler machen. Darum bedürfen wir dieser Rückbindung in uns selbst, in den divinen, in den göttlichen Bereich hinein. Das nennen wir Religion. Mit anderen Worten, gibt es so viele Religionen, wie es Menschen gibt. Denn ein Religionssystem führt sie nicht in ihre Freiheit, sondern die Religion in ihnen, ihre Rückbindung ist es und meine Rückbindung. Und ich kann nicht ihre Rückbindung machen und sie können nicht meine machen, sondern jeder muss es in sich selbst vollziehen. Das ist dabei das Entscheidende. Und dieses ist es, dass wir uns des Bildes, was ja an sich ein Paradoxon ist, weil es ja nicht ein irdisches, sondern ein metaphysisches Bild ist, dessen sollen wir uns bewusst sein, dass uns Gott von dort her geschaffen hat. Und das weist darauf hin, dass wir ganz aus unserer innersten Inwendigkeit leben sollen. Und diese innerste Inwendigkeit ist das Himmelreich oder das Gottesreich. Das ist bis in die äußerste pragmatische Seite unseres Lebens hinein das Entscheidende. Und wenn wir uns dessen besinnen und es nun ganz einfach tun, in ein ganz freilich einfache Hingabe begeben, dann werden sie Erfahrungen machen, die andere, die es nicht tun, nicht machen. Und dann heißt es schließlich, und er schuf sie als einen Mann und ein Weib. Die wörtliche Übersetzung aber aus dem Hebräischen heißt, und er schuf sie Mann weiblich. Er schuf sie also hermaphroditisch. Jeder trägt die männlichen
und die weiblichen Eigenschaften in sich. Die elektrischen, in denen er extravertierend nach draußen ist, und die weiblichen, in der er empfänglich ist nach innen. Und wenn Rilke sagt, meine Seele ist ein Weib vor dir, so ist die Seele das Haltende, Haftende, das Magnetische, das zuallererst einmal anzieht und empfangsbereit ist für das Göttliche, während wir dann auch wieder die Fähigkeit haben, das durch unsere Seele wirkende Göttliche nach draußen hin zu manifestieren. Und darin liegt gewissermaßen auch die Tätigkeit, die wir haben. Es ist ganz gleich, welchen Beruf Sie ausüben, welche Tätigkeit, in welchem Stand oder in was Sie in dieser Gesellschaft sind. Jeder ist dazu aufgefordert, das Göttliche zu empfangen und es in seiner individuellen Weise wieder nach draußen hinzugeben. Und da die Unerschöpflichkeit des Göttlichen in einem jeden Individuum eine andere Offenbarungsmöglichkeit zeigt, werden alle Offenbarungen, und wenn es Milliarden Offenbarungen sind, nie Gegensätze, sondern immer Ergänzungen sein. Das ist das Entscheidende. Nur da, wo sie Gott vergessen, werden ihre Offenbarungen aus ihrer Individualität Gegensätze sein. Und sie werden sich gegenseitig Konkurrenz machen. Sie werden in Konflikte und Streitigkeiten kommen. Darum ist es wichtig, dass wir uns erheben. Erheben, wie es ja auch in unserem Glaubensbekenntnis ist, hinauf in jene Gemeinschaft, von der es heißt, dass wir zur Gemeinschaft der Heiligen gehören. Denn auf dieser göttlichen Ebene, wenn wir uns begegnen, wo zwei oder drei beieinander sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen, da ergänzen wir uns in einer wunderbaren Weise und bilden darin jenes Empyreum in dieser Welt, jene Möglichkeit, dass wir nicht nur in Gerechtigkeit, sondern auch in der göttlichen Güte für alle Geschöpfe, für Pflanzen, Tiere, Kranke, arme Seelen da sind und dass wir dadurch beitragen für die wunderbare Evolution, die Entwicklung dieser Schöpfungswelt, die in der Schöpfung des Menschen ihre Krone gefunden hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen nur wegen heute Nachmittag Folgendes sagen. Wir fangen heute schon um 14 Uhr an mit dem Bedeutung des Samstag, des siebten Schöpfungstages und haben dann um 15 Uhr den nächsten Vortrag und haben dann auch Frage- und Antwortstunde. Aber bitte keine neuen Fragen, wir haben noch Fragen von gestern, die noch zu beantworten sind. Und um 17 Uhr ist dann der Epilog, der letzte Vortrag.
Für diejenigen, die mich noch persönlich sprechen wollen, bin ich schon 13.15 Uhr da, also 12:15 Uhr, wenn Sie dann kommen wollen. Also auf jeden Fall um 14 Uhr, nicht wie sonst um 15 Uhr beginnen wir. Der sechste Tag, an dem der Mensch geschaffen ist von Gott, ist ein besonderer Tag. Es ist ein Tag, der den Menschen in der Tiefe seines Wesens zeigt, der das Göttliche offenbart, und das Göttliche ist die große Hingabe. Die Hingabe, die wir im Kosmologischen unter der Venus verstehen. Es ist der Venustag. Aber diese Hingabe hat es an sich, dass derjenige, der im überreichen Maße beschenkt wird, zu dem Beschenkten aggressiv und feindlich wird. Und es kann Ihnen vorkommen, wenn Sie aus der Fülle Ihres Herzens jemanden etwas tun, dass der Beschenkte sich gegen Sie wendet. Das ist das Eigenartige der Welt, die sich gegen den Schöpfer, der sich dieser Welt ganz hingibt, der ganz in dieser Welt ist, sie sich abwendet von dem Schöpfer, ja sogar gegen ihn wendet. Und das ist das Geheimnis der Venus. Es ist der Weg, es ist der Zustand, wo man nun ganz einfach in eine Situation kommt, in der man glaubt, das ist alles am Ende. Und dann beginnt der lange, lange Weg. Und am Ende des langen Weges, da ist doch alles wieder gut. Das ist das Geheimnis des Freitag. Das ist auch das Geheimnis des Karfreitag, wo dann am achten Tag wieder alles in einer wunderbaren Weise in die Erlösung und in die Befreiung kommt. Das ist das Geheimnis der Liebe, der göttlichen Liebe. Es ist eine andere Liebe wie die, die wir im Allgemeinen verstehen. Und wenn ich Ihnen vorhin sagte, dass eben so wie wir gemeint sind und so wie Gott den Menschen geschaffen hat, dass das eine ganz andere Voraussetzung ist für sein Leben, so lebt der Mensch oft an dieser seiner eigentlichen göttlichen Liebe vorbei. In der göttlichen Liebe der Hingabe ist aber zu gleicher Zeit die Tragödie. Ist zu gleicher Zeit das, nehmet euer Kreuz auf euch und folget mir nach. Es ist dies hinnehmen müssen. Es bedeutet ja nicht, dass sie deshalb
nicht ihre Liebe geben und sie verschwenden und andere mit Liebe überschütten, sondern sie müssen darauf gefasst sein, dass sie verraten werden, dass sie missverstanden werden, dass man gegen sie angeht und dass man sie einfach nicht versteht. Und das ist eben das Menschenbild, das in einer wunderbaren Weise uns gegeben ist in Jesus Christus. Er zeigt uns das in der ganzen tragischen Weise. Aber er zeigt uns es auch, dass wir dadurch wieder ganz Mensch werden und alle Voraussetzungen schaffen, dass wir über das Karma, denn Karma und Reinkarnation hängen ja metaphysisch zusammen, dass wir darüber hinaus wachsen in der Überwindung und nicht mehr in die Reinkarnation, sondern in die Auferstehung mit ihm und in ihm gelangen. Das ist der Unterschied zwischen der Reinkarnation und der Auferstehung. Wenn ich Ihnen vielleicht ein hartes Wort gestern gesagt habe über die Reinkarnation und über die Rückführungen in der Reinkarnation und sagte, dass das ein Verbrechen an den Menschen ist, werden Sie es vielleicht verstehen, jetzt, was es eigentlich bedeutet, dass wir uns nach der Auferstehung sehnen sollen. Denn wir sind ja alle, ob wir nun in die Kirche gehen oder nicht, wir sind doch in Christo und wir tragen alle die christlichen Gene in uns. Wir sind genetisch in Christo zu Hause. Und wir sollten uns doch immer wieder auf ihn besinnen. Es ist so wichtig, dass das, was geschieht an dem sechsten Tag, auch im kosmologischen Sinne ganz ähnlich ist wie das sechste Zeichen vom Frühlingspunkt, das eben das Zeichen Virgo, die Jungfrau, ist. Und im esoterischen Sinne heißt es, wenn man ein Zeichen also nicht nur nach außen hin wertet, sondern metaphysisch und esoterisch, dass der Mensch, der in diesem Zeichen ist, sagen würde, wenn er sich erkennt, ich werde wiederkommen im Achten. Hier kann sich nicht alles erfüllen im Sechs, sondern ich werde wiederkommen in Acht. Es wird also ein Weg sein, ein langer Weg, der zu gehen ist. Aber es wird am Ende alles gut. Und das eben ist vielleicht in dem großen Mysterium zu erkennen, in dem Megamysterium, das sich ja ereignet metaphysisch in Bezug auf die göttliche Liebe. Die göttliche Liebe ist anders wie unsere Liebe. Wir sind an sich in die göttliche Liebe hinein gemeint, denn wir sind ja am sechsten Tag geschaffen von Gott, ihm zum Bilde. Und wenn ich Ihnen sagte, ihm zum Bilde bedeutet,
dass wir in seinem Geiste sind, dann würde es auch bedeuten, dass wir seine Liebe haben. Aber wir haben sie ja nicht mehr, sondern wir haben eine andere, eine vergängliche Liebe, eine Liebe, die eben egozentrisch ist und eine Liebe, die irgendwie sofort Frucht erwartet. Wir gehen in unserer Liebe nicht durch die Wandlung hindurch, die eine jede Liebe notwendig hat. Wir gehen nicht durch das Opfer hindurch. Wir lassen uns beeindrucken und sagen, mit diesem Menschen kann ich nicht weiterleben. Er passt nicht zu mir. Er hat nicht die gleichen Interessen, die ich habe. Also gehe ich von diesem Menschen fort. Aber so sind wir ja nicht gemeint, sondern du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Gemüt, mit deiner ganzen Hingabe. Aber das kommt dem gleich. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, wie dein Selbst eigentlich. Wie dieses Göttliche, das in dir ist. So liebe ihn. Und bedenke, dass die Liebe, in der du bist für diesen Menschen, den du siehst und der dich aus irgendwelchen Gründen zur Liebe gebracht hast, die du selbst gar nicht verstehen kannst, dass die sich so nicht erfüllt, dass sie nun einfach nur mit ihm leben, nur dass er nur an ihrer Seite ist, sondern dass sie auch ihn gerade in der Ehe, die ja mit der Ehewigkeit zusammenhängt, nun in den Verrat oder in irgendetwas kommen, wo sie eine tiefste Enttäuschung erfahren. Aber gehen sie den langen Weg und seien sie getreu bis in den Tod. Und dann will ich dir die Krone des Lebens geben. Und dann ist es in einer wunderbaren Weise der Tag der Auferstehung. Hier haben sie metaphysisch etwas erfüllt, was sie nie durch eine Reinkarnation erreichen können. Denn in der Reinkarnation schaffen sie sich immer wieder neues Karma. Sicher, es mag sich etwas sublimieren in der Reinkarnation. Es mögen bestimmte Handlungsweisen feiner, sensibler, empfindsamer werden. Aber sie kommen in der Reinkarnation nicht zur Auferstehung. Das ist es. Und das ist es, um das es ja letztendlich geht. Wenn Sie also manchmal Menschen hören, es ist ganz gleich, ob ich Buddhist oder Christ bin, und mir sagt das mit der Reinkarnation sehr viel mehr zu und verständlicher. Ja, nun gut, betrachten Sie es, aber es ist nicht. In der Reinkarnation kommen Sie zu keiner Erlösung. Sie kommen nicht zu dem, der oder die sie sind, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und darum ist es wohl wichtig, dass wir daran denken, dass der Mensch, der am Freitag, am Venustag geschaffen ist,
die Venus als solche, die Liebe als solche zur Grundlage hat. Diese Liebe als solche, das ist das Entscheidende, auf das es ankommt. Und bei der Liebe geht es darum, wie es einmal Goethe sagte, wenn ich dich liebe, was geht's dich an? Warten Sie doch nicht immer auf irgendeine Liebe, die zurückkommt, sonst bleiben Sie ja in der Liebe in jener Kausalität von Ursache und Wirkung, die ja auch in der Reinkarnation wirkt. Und Sie kommen nie aus dem unheilvollen Kreislauf, aus Samsara heraus. Denn letztendlich drehen sie sich ja in dieser Liebe immer nur um sich selbst, um ihr eigenes Ich. Und das ist nicht Menschsein. Verstehen Sie, dass die Menschen erst Menschen werden müssen? Bin ich schon Mensch geworden, ist meine Frage. Und das ist auch meine Sorge. Bin ich denn überhaupt schon Mensch? Bin ich Mensch, wie ich gemeint bin, in der Schöpfung von Gott? Und erst hier sehe ich, was eigentlich zu meiner ewigen Natur gehört, zu meinem eigentlichen Wesen. Nur da spüre ich, dass, wo ich versage und wo mir es nicht gelingt und wo ich eine Enttäuschung noch habe und wo es so viele Menschen gibt, die enttäuscht sind von einer Liebe, was habe ich nicht alles für dich getan und das hast du mir so vergolten. Das ist doch immer die Rede davon, weil sie eben in irgendeiner Weise ihre metaphysische Seite, ihre metaphysische Wirklichkeit als solche nicht erkennen. Und dann ist es so, dass sie natürlich es mit einer Selbstverständlichkeit nehmen, wenn du so handelst, dann handle ich so. Und dass in dieser Selbstverständlichkeit, dieser Handlungsweise, man sich gerechtfertigt fühlt. Aber das ist es nicht, sondern es geht hier um etwas ganz anderes. Es geht hier darum, dass der tiefste Grund der Evolution und der Entwicklung der Menschheit genau der Punkt der Liebe ist. Das ganze Universum wird durch die Liebe zusammengehalten. Und man kann auch sagen, dass die Achse ihres Mikrokosmos jene unbedingte Achse eben Liebe ist. Und wir nennen diese göttliche Liebe jene Güte, die nicht anders kann, als lieben zu müssen. Das Agathosyne bedeutet, dass nicht meine Natur, nicht meine physische Natur, nicht die Natur, die von unten nach oben sich entwickelt, diese Liebe haben kann, sondern dass diese Liebe von oben aus dem Göttlichen heraus herniedertauen muss und dass ich sie annehmen muss und dass ich bereit bin, sie zu empfangen
und alle Konsequenzen dieser Liebe auf mich zu nehmen und sie zu tragen und zu ertragen. Das erfordert es. Und das weiß ich nicht, wie das im Voraus ist, und das wissen Sie auch nicht. Aber Sie werden vor die Entscheidungen gestellt. Und es geht darum, dass das, was wir in diesem Sinne Treue nennen, etwas ist wie der lange Weg, den wir gehen müssen. Und wo manchmal Menschen kommen, ich bin jetzt schon 10, 20 Jahre mit einem Menschen beisammen und es ist so schwer. Es ist ein so langer Weg an seiner Seite und ich halte es nicht mehr aus, es geht nicht mehr, ich bin am Ende. Und sehen Sie, da sollen wir alles tun, dass sie es doch noch aushalten. Vielleicht sind sie ganz kurz am Ende, vielleicht ganz kurz davor, dass alles gut wird. Und das ist das, was wir bedenken sollten am Freitag. Das ist darum auch der tiefste Sinn des Karfreitags. Darum hat er eine so tiefe menschliche Bedeutung. Mein Menschsein und Ihr Menschsein hat ganz tief mit dem Karfreitag zu tun. Und wir alle stehen gewissermaßen am sechsten Tag und dann irgendwo den langen, langen Weg zu gehen. Aber dieser lange Weg, der ist möglich. Er ist möglich, weil die Venus da ist. Und die Venus ist Rhythmus. Sie gibt uns die Fähigkeit, im Rhythmischen, auch auf dem langen Weg, eine Affinität zu finden. Sie gibt uns die Möglichkeit des Verstehens. Ich kann den anderen verstehen. Wenn Sie es dann in einer anderen Weise ausgedrückt haben wollen, diese Menschen haben ein wunderbares seelisches Einfühlungsvermögen in andere. Die Venus gibt uns dieses Einfühlungsvermögen. Und sie macht einen Menschen agil, tätig. Am besten kommen wir durch den langen Weg hindurch, indem wir einfach tätig sind. Wenn Sie nicht anfangen zu grübeln und sagen, ist es noch nicht am Ende und ständig auf die Uhr sehen oder auf den Kalender oder auf die Zeit, sondern indem Sie einfach tun. Sie wissen, wie oft unter einem Tun, einem hingebenden Tun, die Zeit mit einem Mal verstreicht, wie sie mit einem Mal vorübergeht. Ganz schnell geht sie vorüber. Und dann ist alles gut, mit einem Mal, schlagartig. Das ist das Wunderbare und das ist immer so. Und das ist an sich der metaphysische Sinn der Karwoche und Ostern und Auferstehung. Der eine tiefe Wahrheit unseres Menschseins zeigt. Jedes Menschseins, ohne Ausnahme, ganz gleich. Denn das, was da geschieht, ist eine tiefste innere Wahrheit von uns. Und es ist so, dass wir in dieser Venus eigentlich
auf diesem langen Weg unseren Weg alleine gehen. Es ist gleich, ob sie einen Freund oder einen Partner oder Partnerin haben, sie sind allein. Verstehen Sie, wir müssen von der Einsamkeit in das Alleinsein kommen. Die deutsche Sprache hat es darin in sich, Sie können es auch in anderen Sprachen finden. Denn in der Einsamkeit, vor der haben Sie ja Angst. Warum heiraten Sie? Warum suchen wir einen Freund? Warum suchen wir andere? Weil wir nicht einsam sein wollen. Aber wir können den Weg in unsere innerste Inwendigkeit, in das Gottesreich nicht finden, wenn wir nicht das Wagnis der Einsamkeit gehen. Wir müssen in die Eins zurückfinden. Und das geht nur in der Einsamkeit. Sie können dann nicht einmal mit einem anderen sprechen. Sie müssen es ganz in der Einsamkeit vollbringen. Und dann geschieht es. Es geschieht genauso wie nach dem langen Weg. Mit einem Mal kommen Sie aus dem Einsamsein in das All-Einsein. Sie werden eins mit dem All. Und Sie haben nämlich dann die unbedingte Achse gefunden, ihre Einheit in sich selbst und damit ihre Ganzheit. Wenn ich meine Einheit gefunden habe, meine zentrale Mitte, dann habe ich meine Ganzheit. Denn von da aus habe ich symbolisch den ganzen Überblick über mein ganzes Wesen. Während wenn ich nur eine kurze Strecke daneben stehe, habe ich schon nicht mehr den ganzen Überblick. Aber das Ganze, dass ich das Ganze habe, dass ich darinnen bin und dass ich in dieser Liebe bin und dass ich aus dieser Liebe es vermag, etwas vermag, was andere nicht vermögen. Das ist das, was dann mit der Auferstehung zusammenhängt. Dieses ist es, das uns mit einem Mal gelingt. Menschsein ist an sich etwas, was damit zusammenhängt, dass sich etwas an uns ereignet. Und dass wir die Geduld haben, dass es kommen möge. Dass wir die Geduld auf dem langen Weg haben. Das ist es. Viele Menschen versagen im letzten Augenblick kurz vor dem Ziel. Sie haben nicht die Geduld. Und dann wollen sie etwas machen. Sie wollen etwas Gutes machen. Es wollen so viele Menschen wirklich etwas Gutes machen. Aber sogar mit diesem Guten schneiden sie sich der Güte ab. Die Güte, die herniedertauen will. Und dann sind sie in dem eigenwillig Guten und dann gelingt es doch nicht. Das wollte ich Ihnen nämlich auch damit sagen, dass auch das eigenwillig Gute Karma ist. Es ist Schicksal. Es ist ein Minusschicksal, ein Minuskarma. Denn sie tun oft etwas, nur damit es getan ist. Ich halte es nicht mehr aus. Aber sie sollten es vielleicht nicht so tun.
sondern sie sollten warten, bis es sich an ihnen ereignet. Sie sehen es bei Jesus Christus und sie sehen es am schönsten, als er auf den Ölberg ging und als es sich an ihm ereignete. Und die anderen, seine Gefährten, die er sich herausgesucht hat, seine Jünger, die schliefen. Denn die meisten Menschen schlafen an dem Wunderbarsten vorbei, was ihnen eigentlich in ihrem Leben geschehen kann, in ihrer Existenz. Sie werden müde, schläfrig und dann schlafen sie ein und gehen an dem großen Ereignis vorbei. Und die anderen sind wach geblieben, wie die klugen Jungfrauen. Das ist es. Denn hier ist ja auch wieder zu den Jungfrauen und zu dem, was ich Ihnen von der Jungfrau, dem sechsten Zeichen, sagte, der Bezug genommen. Es ist also ganz wichtig, dass wir Geduld haben, dass es sich an uns ereignet. Der lange Weg ist der Weg, der jedem Menschen irgendwo beschieden ist. Und darum sollten wir, und wenn es noch so schwer ist, nicht davon weggehen. Wir sollten die Treue halten. Aber es ist auch falsch gesagt, wenn man sagt, Treue halten. Das ist so apodiktisch. Man verlangt eben von deinem anderen etwas. Man soll da einem Menschen sagen, es wird nach dem langen Weg alles gut werden. Das kann man ihm sagen. Und das kann man ihm mit Gewissheit sagen. Da gehen Sie kein Risiko ein. Aber es ist eben Geduld notwendig. Und es ist das notwendig, dass wir darin reifen. Und dass darin unser Menschsein eigentlich reift. Dass wir Mensch werden. Ich glaube nicht, dass jeder, der hier in diese Welt kommt, als Mensch nun wirklich Mensch ist. Wir müssen erst Mensch werden. Denn wenn Sie in unsere Welt sehen, sieht es doch nicht aus, als ob alle Menschen, die darin sind, Mensch sind. Sondern dass sie noch nicht Mensch geworden sind, weil sie noch nicht Herrschaft, noch nicht regieren über ihre Gefühle und über ihr Denken. Sie regieren ja nicht drüber. Aber sie wollen mächtige Posten haben. Sie wollen ganz an der Spitze stehen. Und sie wollen Regenten sein. Und mancher, der gar nichts ist und gar kein Ansehen hat, der aber in der Lage ist, seine Gefühle und seine Gedanken und sein Vieh und sein Gewürm zu regieren, der Betreffende strahlt etwas aus. Er ist der, von dem man sagt, dass er der Stille im Lande sei. Und das sind diejenigen, die den Frieden bringen und die das Gegengewicht zu alledem anderen sind, das da draußen Krieg und Kriegsgeschrei macht. Das ist es, was ich Ihnen zu diesem Schöpfungstag des Menschen sagen wollte.
Sie haben vielleicht etwas ganz anderes vom Menschen erwartet, in all den Tagen, wo wir die Vorbereitungen gesehen haben. Aber so eben ist der Mensch, so bin ich und so sind Sie. Und wir haben alle den langen Weg zu gehen. Und wir sollen uns nicht enttäuschen lassen. Und Sie müssen, wenn Sie Ihre Liebe geben, müssen Sie damit rechnen, dass Sie angegriffen werden. Und je mehr Liebe Sie geben, desto mehr werden Sie angegriffen und sind Menschen da, die gegen Sie Aggressionen haben. Nehmen Sie es auf sich und gehen Sie weiter unbeirrt den langen Weg. Es ist eines sicher, der Tag der Auferstehung kommt für uns alle.